Ab jetzt ist das Let's Play beendet. Und. Da ist das Problem. Oh Gott. Ah, Avira. Ich habe keine Magie mehr. Oh Gott. Verarsch mich nicht. Diese Teile gibt es überall. Wo komme ich jetzt Magie her? Hier unten, oder? Oh, bitte sag mir, dass es hier unten Magie gibt, sonst bin ich gearscht. Und, kleinen Moment. Avira, bitte geh weg da. So. Oh, die sind ja nie im Loch gewesen. Das war schlimme. Andere Frage. Wie können diese Töpfe hier unten überleben? Und haben die Steine eine bewegte Textur? Egal. Magie, danke. Rettet mich. Und genau das ist der Grund, warum ich lieber im Together jetzt hier wäre. Nicht nur, weil mich ich dann jemand zum Reden hätte. Fick dich. Scheiß Penis. Das Scheiß Penis, geh weg. Ja, ich erledige einen Riesenaal als Penis. So. Das Ganze jetzt für eine Kiste. Ich hoffe, das ist Wertvolles drin. Wahrscheinlich nur Rubine. Ja, ein roter Rubin. Danke, leck mich. So, das heißt, alles andere sind auch nur Rubine hier an Kisten. Und, ach Mann. Kann ich dich ja nicht auch so kaputt machen, wenn ich gegenschwimme? Natürlich nicht. Du bist schlimmer als Kano. Aus hier, wie heißt das? Super Mario 64. Zora-Ei, Zora-Ei. Das ist doch ein Zora-Ei. So, und hier sind drei Zora-Eier. Und auch da ist es. Wir haben das D-Pferdchen dabei, was wir gleich noch brauchen. Und noch drei leere Flaschen mit den restlichen Zora-Eier. Deswegen ist das so praktisch, hier jetzt mehrere Eier schon zu haben. Eier? Dings, Flaschen. So. Ruhig. Ich will eigentlich wieder rein, das ist ekelhaft. Ich ekle mich vor dreckigem Geschirr. Wenn auch noch sowas gibt. Naja. Und ich bin jemand, der sich auf virtuelle Realität irgendwann in der Zukunft freut. Ganz ehrlich, ich hätte mir heute, als ich im Mediamarkt war, eine Facecam kaufen müssen. Das wäre genial gewesen. Facecam, vor allem eine Webcam, ja. Facecam ist es, wenn ich es einbauen würde. Beziehungsweise einbinden. Wobei, mein Bildschirm hat sogar eine. Aber, ja, die Bewegungen sind sehr stark verzögert. Okay, es ist ansehbar, aber ich selber würde es nicht gerne mit ansehen. Außerdem müsste ich da meinen Rahmen umbasteln und darauf habe ich auch keine Lust. Boah. Im Grunde habe ich genug hinter sich geguckt, um zu wissen, wo das hingeht. So mal. Es geht mich sehr stark in den Arsch. Wortwörtlich. Ein roter Rubin. Diblablub. Über mir sind auch noch welche, oder? Ja, toll. Ganz ehrlich, welcher Arsch bei Nintendo hat sich das hier ausgedacht? Ach, den habe ich schon mal getroffen gehabt. Gut. Danke. Gibt's irgendwas? Natürlich nicht. Hallo? Ich möchte Magie. Danke. Ist das da ein Loch, wo ich schon war? Nein. Wow.
Puh. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Ich glaube, ich werde Majora's Mask nach diesem Display nie wieder anrühren. Nie wieder. Außer wenn ich es mit HD-Texturen spielen wollen würde, aber. Obwohl, die Fische in HD. Nee. Nee, 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 nee. Igitt. Apropos Schädelküste. In Super Smash Bros. Melee gab es eine Stage, die in Majora's Mask spielt, beziehungsweise Termina. Das war die Schädelküste. Da springt man. So gesehen. Moment. Wobei, ich glaube, jeder wird die Stage kennen. Ertrinke ich gerade? Nee. So. Auf jeden Fall, die Stage spielt dann so bei dieser Forschungsstation oben und einem gewissen Gegenstand, Person, Lebewesen, welches wir noch antreffen werden. In einer nächsten Aufnahme und einem Holzbrett oder so. Irgendwie sowas war's. Und ja, ich hatte halt immer Angst vor dem Mond, der runterkam. Ich habe das Spiel immer abgebrochen, sobald der Mond runterkam. Und dann kam eines Tages die Zeit, wo ich mir mit Majora's Mask von einem Kumpel ausgeliehen habe. Beziehungsweise Pelle, beziehungsweise mit dem neuen Kanalnamen Faolan LP, der schon in Tomoe Fuchs umbenannt ist. Also damals in den Let's Plays Pelle the Shadow. In den Kommentaren, wie hieß es? Nicht Kommentare, sondern. Moment, zu dir komme ich gleich. In der Beschreibung immer war und dann auch bei den Videos 2 war. So. Auf Wilds könnte ich auch mal anpassen mittlerweile. Mit dem neuen Kanal, den er hat. Ja. Könnte ich. Ist aber Arbeit. Und Moment. Jetzt brauche ich nämlich das Seepferdchen. Reden. Danke, dass du mich gerettet hast. Vielleicht verlange ich jetzt. Vielleicht verlange ich jetzt zu viel, aber ich habe noch eine Bitte an dich. Meine Stimme bringt mich gerade um. Bring bitte meinen Freund zurück, der vom Fischer gefangen wurde. Ich bitte dich, nur du kannst mir helfen. Moment. Jetzt habe ich gerade ein Seepferdchen weiblich gesprochen, aber war es nicht, dass Seepferdchen geschlechtlos sind? Oder es sich selbst besorgen können und selbst von sich selber schwanger werden? Moment, habe ich irgendeine Stiftzelle? Das muss ich auch googeln. Trübes Wasser und Seepferdchen. Auf jeden Fall, jetzt anvisieren einfach mal vollzeitbar und komm raus. Wie auch immer du da reingepasst hast. Und. Reden. Woher weiß der meinen Namen? Woher? Danke, Link. Nimm dieses Zeichen der tiefsten Dankbarkeit. Wer hat geredet? Oh. Du hast den Herzer gefunden. Aber er zapft. Sieht aus wie ein Herz, aber. Ich meine, waren das nicht Seepferdchen, die sie sauer machen können und so und keinen Geschlechtspartner brauchen oder gar nicht wollen oder so? Habe ich jetzt alle Viecher hier abgemurkst? Gehe nicht eher weg, bevor ich jetzt alle losgeworden bin. Andererseits, ich habe nichts mehr hier zu erledigen. Ich habe meine drei Zora-Eier, ich habe ein Herzteil. Weg hier. Leckt mich einfach nur am Arsch. Ihr könnt mich mal. Andererseits von oben mal ein bisschen gucken. Die Oberfläche ist ganz schön hier. Ja, okay. Nadelfelsen gucken. Sehr spitz raus. Und vor allem dieses Tor da hinten. So genial. Irgendwas mussten sie ja machen, damit man den Weg hierher bekommt. Hätte ich eigentlich. Ich hinterfrage das jetzt mal nicht, warum man hierher will. Trotzdem das trübe Wasser im Weg. Was? Achso. Ach so, schon gut. So. Ab zum Forschungslabor. Tingel, wo hast du den Ballon her? Okay, so mittlerweile fällt mir auf, dass die Fläche echt irgendwie ein bisschen klein ist. Spring halt nicht. Hätte dich ja umgebracht. Au. Au. Sehr gut. Ach, Gott.
Kleiner Hustenanfall. Hoffentlich habe ich rechtzeitig gemutet.